Wir befinden uns auf der Autobahn A3, kurz vor der Anschlussstelle Flughafen in Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 3:30 heute Nacht wurden wir alarmiert zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Vor Ort hat sich die Lage wie folgt dargestellt, dass zwei Pkw miteinander verunfallt waren. Ein Fahrer konnte nahezu unverletzt sein Fahrzeug verlassen, im zweiten Pkw war der Fahrer massiv eingeklemmt. Die Feuerwehr Raunheim hat nach Erkundung der Lage umfangreiche technische Rettung eingeleitet. Wir mussten etwas über eine Stunde mit schwerem technischen Gerät an dem Smart arbeiten. Die Form des Fahrzeugs hat uns vor einige Herausforderungen gestellt, weil das durch die sehr kurze Bauform des Fahrzeugs sehr harte Materialien verbaut sind und entsprechend auch wenig Überlebensraum für den Fahrer vorhanden war. Kurzzeitig war die A3 voll gesperrt, um die ersten Maßnahmen der Feuerwehr in einer sicheren Umgebung durchführen zu können. Als wir dann Kräfte freimachen konnten, um eine adäquate Verkehrsabsicherung aufzubauen, konnten wir eine Spur wieder öffnen. Jetzt hast du gesagt, der Fahrer war sehr lange in dem Smart aufgrund der Komplexität des Fahrzeuges eingeklemmt. Ja. Was kann man dazu sagen, wie ist ein Smart aufgebaut? Bei dem Fahrzeugmodell Smart, wie der Name schon sagt, geht es ja um sehr kompakte Fahrzeugabmessungen. Der Motor ist im hinteren Bereich des Fahrzeugs eingebaut unter dem Kofferraumboden, sodass quasi vorne nur notwendige technische Geräte, Scheinwerfer und so weiter sind und entsprechend sehr wenig Knautschzone im Falle eines Unfalls zur Verfügung steht. Bei dem Unfallhergang hier hat sich jetzt gezeigt, dass diese Fahrzeugstabilität ausreichend war, um den Fahrer vor noch schwereren Verletzungen zu schützen. Gleichzeitig war es für die Feuerwehr aber sehr kompliziert, den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien, weil eben sehr wenig Platz zur Verfügung stand.